Hallo, ich wollte einen Tag machen und zwar einen Asbach-Uralt-Tag, der glaube ich schon seit Jahren hier auf YouTube kursiert. Ich mag den Tag allerdings sehr, sehr gerne. Ich gucke sie mir sehr gerne an und ich finde die Kategorien auch sehr spannend und dachte, ich mache das mal mit. Die Bücher rauszusuchen war gar nicht so leicht, wie ich dachte. Und deswegen kann es sein, dass ich manchmal statt nur einem Buch auch zwei hochhalte. Ich hoffe, das geht in Ordnung und fange jetzt einfach mal an. Das erste. Ein Buch, das dich zum Lachen gebracht hat. Da fängt schon an, da habe ich schon zwei. Zum einen stellvertretend für alle ihre Bücher. Sophie Kinsella, Can You Keep a Secret? Wie das auf Deutsch heißt, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber ich schreibe es unten in diese Infobox rein. Ich mag ihren Humor unheimlich gerne. Ihre Bücher lesen sich super einfach, super schnell, super flockig leicht. Und Lacher sind garantiert, für mich zumindest. Und ich habe ihre Bücher bisher alle nur auf Englisch gelesen. Ob bei den Übersetzungen ins Deutsche ein bisschen vom Witz oder vom Charme verloren geht, kann ich leider wirklich nicht beurteilen. So, das zweite Buch, was ich rausgesucht habe, ist von Marc-Uwe Kling, die Känguru-Chroniken. Marc-Uwe Kling lebt hier in einer WG mit einem kommunistischen Känguru. Eine wunderbare Satire, tiefsinnig, aber auch unglaublich witzig. Das sind auch immer so ganz, ganz kurze Geschichtchen. Also ich habe mich schöpf gelacht. Dann nächstes. Ein Buch, das dich zum Weinen gebracht hat. Da habe ich mir rausgesucht von Patrick Ness, 7 Minuten nach Mitternacht. Ein auch sehr, sehr schön aufgemachtes Buch, wie ich finde. Es hat innen drin auch so Zeichnungen, manchmal ganze Seiten, manchmal auch so ein bisschen am Rand, oben, unten und so weiter. Also wirklich schön. Und dieses Buch hat mich wirklich zum Heulen gebracht. Also es waren nicht nur ein paar Tränchen, sondern ich habe echt geheult. Es geht um einen Jungen, der regelmäßig Albträume hat. 7 Minuten nach Mitternacht kommt ein Monster, eigentlich immer auch das gleiche Monster, in seine Träume. Was es mit dem Monster und mit den Albträumen auf sich hat, will ich hier jetzt gar nicht näher erklären. Traurig, aber auch tröstend, herzzerreißend. Ein Buch, das dich nachdenklich gemacht hat. Schwierig, denn ich denke gerne über die Bücher nach, die ich gelesen habe. Bei manchen dauert es nicht so lange, bei manchen dauert es ein bisschen länger, aber generell denke ich eigentlich immer darüber nach, was ich gelesen habe. Und deswegen habe ich mich für ein Buch entschieden, das ich jetzt leider nicht in die Kamera halten kann, weil ich es nicht mehr habe. Es ist von Beckett, Warten auf Godot. Das hatten wir damals im Deutsch-Leistungskurs gelesen und ich habe es einfach nicht gerallt. Ich verstehe es bis heute nicht. Nach all den Jahren weiß ich immer noch nicht, was es mit Godot auf sich hat. Wir hatten sogar einmal eine Doppelstunde, in der ich sozusagen mit meiner Lehrerin damals den Unterricht fast alleine geführt habe, weil wir einfach die ganze Zeit diskutiert haben. Ich habe die ganze Zeit Ideen ausgeworfen und neue produziert, für was oder für wen oder was auch immer Godot stehen könnte. Keine Ahnung, ich weiß es bis heute nicht. Steht Godot für Gott, für den Tod, für eine Aktion, für das Glück? Bis heute nicht. Und immer noch, wenn ich irgendwo dieses Buch sehe, Warten auf Godot. Nee, geht gar nicht. Also nicht gerafft, bis heute nicht. Wird auch nichts mehr. Nicht in diesem Leben. Ein Buch, wo bin ich? Das dich nicht losgelassen hat. Genau, da gibt es auch einige, aber ich habe mich jetzt für Victor Hugos Der letzte Tag eines Verurteilten entschieden. Ich habe das auch kürzlich nochmal gelesen. Ein relativ dünnes Buch und wie der Titel verrät, geht es um den letzten Tag eines zu Tode Verurteilten. Man muss es lesen. Was soll ich dazu sagen, außer dass es eben um die Gedanken und die Gefühle eines zu Tode Verurteilten geht, der eigentlich darauf warten muss, dass sein Leben beendet wird. Und es ist, lässt einen wirklich nicht los. Ein Buch, das dich total enttäuscht hat. Auch eines, was ich jetzt ganz aktuell oder erst kürzlich besser gesagt beendet habe, von Maggie Shipstead, Leichte Turbulenzen bei erhöhter Strömungsgeschwindigkeit. Ich habe mir einfach was anderes darunter vorgestellt. Ich habe etwas anderes erwartet. Mir waren die Charaktere zudem auch relativ unsympathisch. Die Geschichte zog sich stellenweise für mich auch
lang, also es war, ja, nicht meins, leider, leider. Hinten auf dem Cover wird es ja angepriesen, dass es um Ehe, Familie und die Schwierigkeit, nicht nur älter, sondern auch klüger zu werden geht und dass es auch ein sehr freches Buch sein soll, konnte ich leider nicht entdecken und deswegen für mich leider, leider eine Enttäuschung. Und als nächste Kategorie haben wir ein Buch, das dich überwältigt hat. Oh, ich sag's nochmal, es ist wirklich schwierig, sich da auf ein Buch festzulegen. Aber was mich wirklich überwältigt hat und mich wahrscheinlich auch in 50 Jahren noch überwältigen wird, ist Dostojewskis Schuld und Sühne. Das Buch ist, also ich muss gestehen, ich liebe Dostojewski sowieso und ich habe noch nicht alle seine Werke gelesen. Aber Schuld und Sühne ist bisher von den 6 Büchern, glaube ich, die ich von ihm gelesen habe, das, was mich wirklich am allermeisten gepackt hat. Ich finde, ein großartiges Meisterwerk. Ein Buch, das dich positiv überrascht hat. Auch da habe ich 2 rausgesucht. Zum einen Die Wahrheit über Alice von Rebecca James. Das hat mich positiv überrascht, weil ich wirklich mit null Erwartungen rangegangen bin. Das war ein spontaner Einkauf, lag auf dem Mängelexemplartisch, bei denen ich sowieso so schwer widerstehen kann. Und ich wusste eigentlich nichts über das Buch oder sehr, sehr wenig. Es geht um Catherine, glaube ich, die eine Einzelgängerin auf ihrer Schule ist und an sich auch ziemlich zurückgezogen lebt und auch ein Geheimnis hat, etwas, was sie auch sehr beschäftigt. Und sie ist sehr überrascht, als Alice, einer der beliebtesten Mädchen auf ihrer Schule, sich mit ihr anfreunden möchte und ja, was sie dann auch tun und verbringen sehr, sehr viel Zeit miteinander. Am Ende stellt sich, oder nicht nur am Ende, sondern es stellt sich mit der Zeit einfach heraus, dass Alice nicht die Freundin ist, für die sie sie am Anfang gehalten hat. So viel dazu. Dann das zweite Buch, was mich positiv überrascht hat, weil es sehr unscheinbar ist, wie ich finde, Am Hang von Markus Werner, aber ein tolles, tolles, tolles Buch. Es war auch ein relativ, ja, spontaner Einkauf in der Buchhandlung. Es hat mich irgendwie angesprochen, auch wenn es relativ unscheinbar aussieht, wie ich finde. Und das Buch hat mich dermaßen positiv überrascht. Es geht um 2 Männer, die sich zufällig kennenlernen und die eigentlich unterschiedlicher kaum sein könnten. Und ja, sie verbringen einige Abende miteinander und allein die Unterhaltung, die Dialoge von den beiden sind unheimlich interessant. Es geht ein bisschen um die Gesellschaft, um Generationen, um ja, Wandel der Zeit, das Alter, das Leben, all diese Sachen. Aber es ist wirklich sehr, sehr interessant geschrieben, weil die zwei eben auch oft unterschiedliche Meinungen haben. Und es geht noch um eine andere Geschichte neben all den Gesprächen, über das ich jetzt nichts verraten werde, weil es zu viel verraten wäre sonst. Deswegen sage ich nichts mehr dazu. Dann ein Buch, das du nicht beenden wolltest, weil es so gut war. Habe ich auch 2. Zum einen von Rafik Shami, Erzähler der Nacht. Das ist schon einige Jahre her, dass ich das gelesen habe, aber insbesondere zu der Zeit, als ich es gelesen habe, habe ich es jedem empfohlen und auch sehr, sehr oft verschenkt. Es geht um einen begnadeten Geschichtenerzähler in Damaskus, der plötzlich von einem Tag auf den anderen sozusagen verstummt. Er verliert die Sprache. Und Freunde treffen sich jeden Abend, ich glaube es waren 7, wenn es mich nicht täuscht, die jeden Abend selbst eine Geschichte erzählen müssen, damit der Geschichtenerzähler wieder zu seiner Sprache zurückfindet. Es ist eine sehr märchenhafte Geschichte, erinnert ein bisschen an Tausend und eine Nacht, aber trotzdem auch modern, also moderner als Tausend und eine Nacht würde ich jetzt mal behaupten. Aber wirklich wie ein Märchen liest es sich. Und es liest sich sehr schön und es verzaubert einen. Und ich wollte einfach nicht, dass es aufhört. Ja. Und das zweite Buch ist von Yoko Ogawa, Das Geheimnis der Eulerschen Formel. Auch ein wirklich schönes Buch. Und ich wollte nicht, dass es aufhört, weil insbesondere die Sprache und der Stil und die Atmosphäre und die Welt, die Yoko Ogawa dort so poetisch beschreibt, mich einfach wirklich. Es geht um einen alten Mathematikprofessor, der
in bestimmten Abständen, ich glaube alle 80 Minuten, 90 Minuten oder jede Stunde oder so sein Gedächtnis verliert. Deswegen hat er überall an seiner Kleidung auch so Post-its, damit er nochmal nachlesen kann, die wichtigsten Infos. Und er lebt sehr zurückgezogen und irgendwann wird eine Haushälterin bei ihm eingestellt, um einfach den Laden so ein bisschen auf Vordermann zu halten und ihn zu bekochen und so weiter. Und es entwickelt sich eine sehr schöne Freundschaft. Auch zwischen dem Sohn der Haushälterin und dem Professor entwickelt sich eine wirklich zauberhafte Beziehung. Und ja, also insbesondere die Sprache und die Atmosphäre hat mich so beeindruckt. Ich wollte wirklich nicht aufhören zu lesen. Ein Buch, das du nicht aus der Hand legen wolltest. Ursula Poznanski, Erebos. Unheimlich spannend. Ich wollte wirklich nicht das Buch beiseite legen. Wenn ich es tatsächlich machen musste, war ich wirklich, also was weiß ich, weil ich schlafen musste, weil die Mittagspause vorbei war oder sowas, dann war ich wirklich noch mit meinen Gedanken hier und habe gedacht, wie geht's weiter, was passiert als nächstes. Unheimlich spannend und packend und ja, konnte es also wirklich, wirklich nicht aus der Hand legen. Ein Buch, das du abgebrochen hast, passiert bei mir nicht so häufig, weil ich eigentlich wirklich versuche, die Bücher bis zum Ende zu lesen, weil ich immer denke, so gegen Ende könnte ja noch irgendwas passieren. Manchmal schaffe ich es aber dann tatsächlich nicht. Das letzte Buch, was ich abgebrochen habe, war von Katharina Hartwell, Das fremde Meer. Ich glaube, es hat mich einfach auch gestört, dass viele Geschichten nacheinander erzählt werden, die im ersten Moment ziemlich unzusammenhängend scheinen, also in einer ganz anderen Zeit, in einer ganz anderen Welt. Natürlich haben diese Geschichten untereinander Parallelen und man kann schon die Bezüge zueinander sehen und vielleicht auch irgendwie herstellen, aber nach der Seite 276 hat es für mich einfach an Reiz verloren. Ich wusste einfach gar nicht mehr irgendwann, was wollen die jetzt eigentlich von mir und auf was soll ich mich jetzt konzentrieren? Übersehe ich irgendetwas? Also ich wusste wirklich nicht, ich habe den roten Faden irgendwie nicht so ganz gefunden. Vielleicht hätte ich ihn gefunden, wenn ich ihn bis zu Ende gelesen oder das Buch bis zu Ende gelesen hätte. Aber dafür hatte ich einfach nicht mehr die Lust. Ein Buch, das du eigentlich nie lesen wolltest. Doris Knecht, Besser. Wollte ich nie lesen, bedeutet eigentlich, ich hätte es mir normalerweise nicht gekauft. Es hätte mich wahrscheinlich nicht wirklich angesprochen. Aber letztes Jahr war ich in Basel am Bahnhof und hatte noch ein paar Schweizer Franken übrig, die ich ausgeben wollte, um nicht wieder zurückzuwechseln in Euro. Und da war ich in einer Buchhandlung am Bahnhof, kurz bevor mein Zug ging und habe einfach auf dieses Buch getippt, weil es ungefähr auch der Betrag war, was ich noch an Schweizer Franken hatte. Aber das war eigentlich so mitunter der einzige Grund, weshalb ich zu diesem Buch gegriffen habe. Ich fand es aber nicht schlecht. Eine wohlgestellte Frau, besser gesagt, sie hat einfach wohlhabend geheiratet, ist dadurch besser gestellt, hat zwei Kinder. Eigentlich nach außen hin sieht alles toll und rosarot aus, aber sie hat ihre Geheimnisse, sie hat, ja, ihre Geheimnisse, lassen wir es einfach dabei. Es ist so ein bisschen nach dem Motto, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und ja, ich fand es nicht schlecht. Dann ein Buch, das du als letztes in der Schule gelesen hast. Keine Ahnung. Ich will jetzt mein Alter nicht verraten, aber es ist schon lange her, dass ich die Schule beendet habe. Und ich kann mich wirklich nicht erinnern, was wir als letztes gelesen haben. Weiß ich wirklich nicht. Ich weiß nur, dass wir im Deutschleistungskurs sehr, sehr viel Goethe gelesen haben, weil meine Lehrerin eine unglaubliche Goethe-Fanatikerin war, was ich aber gar nicht schlecht fand. Was ich schlecht fand, war Elfie Priest. Das war auch das einzige Buch, was wir in der Schule gelesen oder lesen mussten, was ich allerdings nie beendet habe. Hat der Sache aber keinen Abbruch getan. Ich habe mich mündlich trotzdem beteiligt. Ging alles irgendwie. Ich bin nur froh, dass wir keine Klausur geschrieben haben. Also Elfie Priest und ich, wir wurden keine Freunde, das ging einfach gar nicht. Aber es war nicht das letzte Buch, was ich in der Schule gelesen habe. Bücher sind umgekippt. War nicht das letzte Buch, lassen wir es dabei. Ein Buch, das auf deinem Nachttisch liegt, das ist zum einen Donnerthals Distelfink. Und ich lese auch Die gepflegten Neurosen der Mademoiselle Claire. Da bin ich ungefähr bei der Hälfte und bisher ist es top.
Distelfink habe ich mehr als die Hälfte. Ich glaube, ich brauche noch so ungefähr 300 oder 350 Seiten oder sowas. Bisher auch super klasse. Dann ein Buch, das du unbedingt als nächstes lesen möchtest. Eins. Eins von 1000. Wie soll ich mich da entscheiden? Ich habe jetzt einfach zwei rausgesucht. Zum einen ist es Mr. Lawrence, Mein Fahrrad und ich. Und zum anderen Der Fänger im Roggen. Und dann weiß ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht, ob die nächste Frage oder die nächste Kategorie wirklich zum Original-Tag dazugehört, weil ich habe bei ein, zwei YouTubern gesehen, dass sie diese Frage in ihrem Video hatten. Aber ich glaube, die Mehrheit hatte sie nicht. Deswegen, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob diese Frage eigentlich dazugehört oder nicht. Ich habe mir trotzdem mal ein Buch rausgesucht, falls das jemanden interessiert. Ein Buch, das sich zwiegespalten hat. Und da habe ich rausgesucht, Der Tag, an dem der Goldfisch aus dem 27. Stock fiel. Da bin ich wirklich überfragt. Finde ich es gut? Finde ich es so lala? Finde ich es, naja, eher so. Die Idee an sich finde ich wirklich klasse. Ein Goldfisch springt aus dem 27. Stockwerk runter und beobachtet die Menschen in den Wohnungen, während er runterfällt, sozusagen durch die Fenster. Aus dieser Geschichte könnte man, oder aus, ja, aus, von dieser Basis ausgehend, könnte man unheimlich viel machen. Und teilweise finde ich die Geschichten, die erzählt werden, die sich in den Wohnungen hinter den Fenstern abspielen, auch wirklich ganz gut. Aber ich finde irgendwie, ein bisschen was hat mir gefehlt. Ich finde, man hätte noch ein bisschen mehr da rausholen können. Und der Goldfisch spielt eigentlich eine sehr nebensächliche Rolle. Also diese Goldfischpassagen, die wenigen, waren zum Teil, finde ich, auch ja, unausgereift oder auch einfach unnötig. Aber die Geschichten an sich waren teilweise wirklich nicht schlecht. Ich finde halt nur, man hätte noch mehr da rausholen können. Man hätte noch mehr daraus machen können. Deswegen mein ambivalentes Buch, sage ich jetzt mal. Ich bin sehr gespannt, ob ihr, insbesondere hier zum Goldfisch, auch was zu sagen habt, wie ihr es fandet oder überhaupt über eines der anderen Bücher. Ich würde mich sehr über einen Austausch freuen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen, obwohl ich den Eindruck habe, es war ein bisschen durcheinander, irgendwie ein bisschen chaotisch. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß und ich hoffe auch, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!